Er hat relativ wenig in Richtung Fernkampf. Okay. Birki wird ihn zermatschen. Sehr nice. Schattenherz ist nicht sonderlich gut drauf. Das heißt, wir werden nutzen, was wir haben. Und dann so weit als möglich laufen. Vielleicht entkommen wir der Spinne ein bisschen. Ja, natürlich. Ja, was denn noch alles? Gut. Eine Ölflasche, wenn ich jetzt auf Werfen gehe. Ein Ölfläschchen hierhin. Weg ist unterbrochen. Passt. Und natürlich. Der dürfte nicht ganz rauskommen, oder? Ah, Mist. Jut. Have to keep going. Und was machen wir jetzt Schönes? Natürlich ein Fehlschlag, was denn auch sonst? Nein, ausnahmsweise nicht. Ja. Okay, und ich würde jetzt... Schwieriges Gelände. Stoß. Das riskieren wir mal. Wow, das hat gesessen. Und da nach hinten. Berchi wird uns ja wohl hoffentlich auch ein bisschen was helfen. Das hat auch gesessen. Wir kommen immerhin bis hierhin. Und dann hoffe ich, dass Ignis wirkt. Ja, wirkt es. Und ein Schild. Kann nicht schaden. So, mein Freund. Und jetzt stirb! Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Ja, klar. Okay. Dann ebenso. Soll mir auch recht sein. Ja, sieh zu, dass du hinter den Bären vorbeikommst, so weit wie möglich. Danke. Rums. Berchi hat nämlich einen Wumms auf der Pranke, bei dem du dich anschnallen kannst. Durchbohrender Schuss. Klaffende Wunde, sehr schön. Hoppla, ausgerutscht. Kann passieren. Berchi mal mit dem Fehlschlag. Ignis, sollte reichen. Ja, Gott sei Dank. Habe ich den Bären angezündet? Nee. Oh. Endlich. Hoppla, ausgerutscht. Nee, passt. Darf ich mal mit dir quatschen, Meister Petz? Wartet mal, ich speichere nur kurz. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Ja, das kann ich verstehen. Without knowing if it would savage you. A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Na, das trifft sich doch gut. Wir wussten ja, dass wir einen Bären suchen, Gott sei Dank. Insofern, und das ganze Gesuche draußen war eigentlich umsonst. Das heißt nur,
Irgendwo hier muss er sein, aber... Ah. Okay. Freut mich, dass ich helfen konnte. I must admit, I didn't expect anyone would come to my aid. Who in their right mind would infiltrate a goblin-infested temple? Unless... that look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Mm-hmm. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Ich glaube, dieses Artefakt hat was damit zu tun. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Erzählt mir, was ihr über die Herkunft der Larven erfahren habt. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Veränderte Parasiten, ein Heilmittel bei den Türmen des Mondaufgangs, vielleicht. Klingt bestenfalls nach Spekulation. Ihr scheint einiges darüber zu wissen. Kommt ihr mit mir nach Mondaufgang? I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Also gut, wie kann ich helfen? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ein gestaltwandelnder Bärendruide an meiner Seite wird es einfacher machen. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Okay, ist ein guter Einwand. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Wenn wir ihn jetzt hier lassen, einstweilen noch, können wir versuchen, das Ganze noch geschickt anzugehen. Wenn wir ihn mitnehmen, müssen wir alles metzeln. Und alles metzeln bedeutet wahrscheinlich einige Tode. Ob das jemand von uns will? Ich wage es zu bezweifeln. Sylvanas, guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Okidok.
Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist die zweite Rast ausnutzen. Haha, das hat gut getan. No traps, please. Das sind mal Waren. Ich möchte mich noch umsehen, sicherheitshalber. Und wenn wir uns schon umsehen, dann können wir auch das Ganze mit ein bisschen Licht machen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Hier soweit nicht. Am Altar auch nicht. Tlee. Wargzahn. Oh, nett. Ölflasche. Stachelschild. 4, nein. Hackebeil, nein. Danke. Wer ist jetzt schon wieder ausgerutscht? Ernsthaft? Mädel. Könnt ihr vielleicht aufhören, überall reinzutreten, wo es brennt? Ach, das war das Öl von vorhin. Ah, ich bin auch ein Eimer. Hm. Schön, schön, schön. Was ich mal machen sollte ist... Warte, nein, nein, nein. Das hier. Goblin-Gemälde, ja, ja. Stapel aufteilen. Okidok. Stapel teilen. Stapel teilen. Damit mal jeder ein bisschen was hat. Hier haben wir die zwei Dolche. Sollten wir vielleicht mal ausrüsten. Ich habe jetzt 5, 8 und 1 bis 4, weil es die zweite Hand ist. Okay. Goblin tot. Goblins sind bei Angriffswürfen gegen den Anwender im Nachteil. Oh, schön. Haben wir einen Bogen oder eine Armbrust, die wir Will geben können? Im Moment nicht, oder? Nee. Passt nicht gut, aber egal. Auch die Ölflaschen, er hat 3. Stapel teilen. Ach so, das sind normale Flaschen, sorry. Das war jetzt natürlich Blödsinn. Ölflaschen. Das sind Ölflaschen, oder? Das sind normale Flaschen. Die tun wir hier hin. Flasche, Flasche, Flasche. Hä? Okay. Damit wir ein bisschen mehr haben. Dich rüsten wir auch mal aus jetzt. Elixier der Dunkelsicht. Langschwert 0 bis 9. Rapier 11 bis 7. Passt. Ich glaube, das war es jetzt mal soweit. Und... Ja, das ist nicht gut. Aber was soll's. Wenn er schon so am Boden ist, hilft's ja nix. Dann wollen wir mal weiter. Ach so, da oben war ja noch die Spinne. Ah, das könnte sein, dass die Grenzüberschreiterstiefel Adrenalinrausch. Wenn du spurtest, erhältst du pro Zug Zorn. Okay, kann man verkaufen. Nee, die senden wir mal ans Lager für unseren Mage. Kette des Bestienmeisters. Tierfreundschaft. Verzauberungsspruch des ersten Grades. Schattenherz. Ist das ein großer Heiltrank?
Den nehme ich. Dafür werden wir, können wir den hier auch teilen. Ja, perfekt. Zwei an Schattenherz, einen an Will. Danke sehr. Und die liebe Schattenherz wird tanzende Lichter zu wirken. Das würde ich gern austauschen. Das geben wir jetzt Will. Und Will wird's anlegen. Passt. Das war nice. Geht bitte aus dem Feuer raus. Es ist echt mühsam hier. Ja, ich weiß. Können wir jetzt Gefängnisschlüssel nehmen wir sicherheitshalber mit. Die kann man... Was haben die zwei Kiddies? Fabeln für Runes 4. Der benevolente Bergarbeiter. In der unterirdischen Stadt Mantor der Riff lebte einst ein Gnomenmädchen namens Sadi mit ihrem Vater Sam. Jeden Morgen machte sich die fleißige Sadi auf, in die nahegelegene Grotte mit der Hacke in der Hand, um Edelsteine abzutragen. Jeden Abend zählte der faule Sam sie und verlangte noch mehr. Du darfst dich erst ausruhen, wenn ich der reichste Mann in ganz Ferun bin. Eines Tages begegnete Sadi auf dem Heimweg einem Fremden, einer ausgemergelten Gestalt von grauer Haut und kleiner Statur. »Ein Dero«, rief Sadi. »Bitte«, sagte der Dero, »ich habe kein Geld und kein Zuhause. Ich flehe dich an, nur einen einzigen Rubin, auf das ich ihn gegen etwas zu essen eintauschen kann.« Sadi fand Mitleid in ihrem Herzen und gab dem Bettler einen Rubin. Zu Hause berichtete sie ihrem Vater von dem Dero. »Fall nicht auf seine Lügen herein«, ermahnte Sam sie. »Dero sind selbstsüchtige, geisteskranke Kreaturen. Wenn du ihm noch einmal etwas gibst, verstoße ich dich.« Am nächsten Tag wartete der Dero auf Sadi. »Bitte, gib mir 10 Rubine, auf das ich sie gegen ein Obdach eintauschen kann.« Sadi rührte seine Bitte. Sie gab ihm die Rubine und ging nach Hause, wo Sam sie tüchtig tadelte. »Eine jämmerliche Ausbeute«, schimpfte er. »Das dulde ich nicht.« Am dritten Tag erschien der Dero in der Grotte. 100 Rubine, bitte, auf dass ich den Hunger meiner Brüder und Schwestern stillen kann.« Die gütige Sadi gab dem Bettler ihren ganzen Sack voll Edelsteine. Als er ihn berührte, zuckte ein gewaltiger Blitz durch die Grotte. Wo eben noch der Bettler gestanden hatte, stand nun ein riesiger Golddrache. »Du hast ein gutes und großzügiges Herz. Komm mit in meine Höhle und teile meinen Goldschatz mit mir«, sagte der Drache. Sadi willigte nur zu gerne ein und begab sich mit dem Drachen in dessen opulentes Versteck. Ein Jahr später kam Sadi in der Nähe der Grotte an einem Bettler vorbei, ihrem eigenen Vater Sam. »Sadi, ich habe kein Geld und kein Zuhause. Ich flehe dich an, nur einen einzigen Rubin, auf das ich ihn gegen etwas zu essen eintauschen kann.« Sadi fand kein Mitleid in ihrem Herzen und ging wortlos weiter. Okay. Ans Lager senden. Danke. Let's move. Gucken wir mal. Granitbank. Silbertablett. Wert 20. Nee. Moving in. Die Kisten stehen uns jetzt frei. Wobei, ja, das zahlt sich nicht wirklich aus. Gut. Hier machen wir mal Licht. Hier müssten wir jetzt... Geteiltes Versteck. Lysandra hat Gefängnisschlüssel von Will über die magische Tasche genommen. Ah, okay. Hier möchte ich... Kokon aus Spinnenseide. Hier möchte ich ein bisschen vorsichtig sein. Schädel, Knochen. My faith will guide me. Kannst du mal... Schädel, okay. Auch nicht viel mehr. Säure, irgendwas. Gut, dass ich nicht daneben gestanden habe.
Kokonspinnensäure.